So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes vor. Für euch vorbereitet. So, willkommen zu Ramses. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses. Ali Schatz, alles Gute. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Jetzt hat er. Wir haben letztens bei Karls bestellt. Wer das nicht kennt, Karls ist von 1921, wie ich hier überall vor mir sehe. Karls mit dieser Erdbeere, Karls, wie der Vorname vom Vater, ne? Ihr kennt das, Vater Karl, ne? Hat jemand einen Papa, der Karl heißt? Schreibt es mal in die Kommentare. Würdet ihr euer Kind Karl nennen? Ich weiß es nicht. Kind Karl. King Karl, der Dritte. Wir haben letztens bei Karls bestellt. Grüße gehen raus an die Jewel, die da Erdbeerbrötchen bestellt hat und mir gezeigt hat, dass die richtig interessante Sachen da auf der Seite haben. Oh Mann! Jetzt war ich natürlich heftig daran interessiert, mir übelst die Erdbeerbratwurst zu bestellen. Leider gab es die nicht mehr, war immer zu ausverkauft. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob die überhaupt nochmal neu reinkriegen. Aber wir haben es gesehen, haben uns was bestellt und jetzt möchten wir ein paar Sachen testen. Wer das Unboxing-Video gesehen hat, weiß Bescheid, was da alles drin war. Heute geht es um die Getränke, steht ja auch im Titel. Möchte ich mal kurz rumdrehen, wie das hier aussieht. Hier seht ihr nämlich die ganzen Karls-Limonaden. Ihr habt einmal hier Karls Wasser mit, ihr habt einmal Karls Erdbeerwasser, ihr habt Karls Apfelschorle, ihr habt Karls Zitronenbrause, wir haben Karls Orangenbrause und das Highlight Karls Erdbeercola. Da wollte sich Pupsi eigentlich ein paar große Flaschen bestellen, gab es nicht. Es gab es nur in dem Paket, wenn man nimmt 6 Flaschen für 6 Euro und so habt ihr jetzt hier alles. Wir fangen also mal an mit Karls Wasser mit. Ist auf jeden Fall alles schön dreckig. Ja, 24.05.2021 ist also mit Kohlensäure. Schenken das ein. Werden uns jetzt einfach ein kleines Gläschen gönnen. Wir müssen das ja auch nicht komplett voll machen. Einfach mal so einen kleinen Schwips. Schmeckt nach Selta. Das hätte ich nicht gedacht. Also, ich glaube, da muss man jetzt nicht unbedingt bei Karls kaufen oder bei Karls bestellen. Schmeckt halt einfach nach Wasser mit Sprudel. Könnt ihr euch mit so einem heftigen Wassermax auch alleine zu Hause machen. Ja, Karls Wasser mit, das ist noch harmlos. Ich glaube, ich sollte mir nicht so viel einschenken. Dann haben wir Karls Erdbeerwasser. Und ihr wisst, Karls ist der Typ mit der Erdbeer auf dem Kopf. Wasser mit, das hat bestimmt, soll ich sagen, das hat bestimmt keine Kohlensäure, aber irgendwie hat das Wasser auch Kohlensäure. Es gibt ja auch extra die Erdbeerbrause von Karl, deswegen dachte ich, wenn, dann hat das die Erdbeerbrause Kohlensäure und das Wasser hat keine Kohlensäure. Komischerweise hat das Erdbeerwasser auch Kohlensäure, egal. Erfrischungsgetränk mit Erdbeergeschmack und fein perliger Kohlensäure. Und hier steht einfach nichts. Es ist halt Wasser. Was will man da dazu sagen? Hat eine leicht süßliche Erdbeernote, nicht zu süß. Kohlensäure bei, ich glaube, die Kohlensäure ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Man kennt ja so Wellnessgetränke, Wassergeschmack in vielen Sorten. Also Erdbeerwasser an sich ist jetzt auch nicht so was extrem Besonderes. Hier ist mit Kohlensäure versehen. Das ist außergewöhnlich. Normalerweise ist das immer alles ohne. Kann man auf jeden Fall auch trinken. Ich glaube, es wird nie was geben, wo ich sage, dass man es nicht trinken kann. Dann haben wir Apfelschorle. Steht nichts weiter drauf, ist halt Apfelschorle. Hier ist es halt einfach nur saudreckig. Da hängt noch das ganze Stroh dran. Als wir das aus der Box rausgekrümelt haben, probieren wir also mal Karls Apfelschorle. Ich frage mich, wer das alles trinken soll, wenn das dann alles auf ist. So, ist natürlich wieder mit Kohlensäure.
Karls Apfelschorle mit Kohlensäure und mit Stroh, da fliegt gleich noch was hinterher, riecht nach frischen Äpfeln. Mit wenig Geschmack. Also für eine Apfelschorle ist es trotzdem sehr zurückhaltend, sagen wir mal. Ich kenne Apfelschorle so richtig präsent. Das ist ein bisschen nicht wie Apfelwasser. Apfelwasser ist nochmal weniger. Das hat einen typischen Geschmack von Apfelschorle, aber ist halt irgendwie sehr dezent. Also es überschüttet euch nicht. Kohlensäure ist da. Könnte ein bisschen kräftiger sein, ein bisschen einfach mehr nach Apfel. War irgendwie mir jetzt doch ein bisschen zu wässrig. Also Wasser, Erdbeerwasser, Apfelschorle, Zitrone. Es gibt immer die genau zwei typischen Getränke, die jeder haben möchte. Eine Zitronenlimonade, a.k.a. Sprite für die Kenner. Eine Orangenlimonade, a.k.a. Fanta für die Kenner. Das ist typisch. Aber ja, es muss nicht immer Sprite sein. Auch eine normale, billig Zitronenlimonade kann schmecken. Was ist aber mit Karls Zitronenlimonade? Ist sie was Besonderes, weil Karls draufsteht, oder schmeckt das einfach wie Ja aus dem Rewe? Gibt's überhaupt Ja Zitronen-Dings? Ja, oder? Gibt's immer. Mir fällt jetzt auf, das hätte alles ein bisschen gekühlt sein müssen im Kühlschrank. Schmeckt einfach nur wie süßes Zuckerwasser, also finde ich Sprite einfach besser. Oder ansonsten kann ich so Limo-Zeugs, wenn ich das mal trinke, dann wahrscheinlich eh immer nur gekühlt genießen. Also man müsste die erstmal 10 Jahre in den Kühlschrank stellen, dann kann man die aufmachen, dann kann man die probieren. Ist weit weg von der Sprite, schmeckt halt trotzdem eher wie diese normalen, günstigen Limonaden. Orange. Vielleicht kommt das ja an die Fanta ran, ja. Eine Fanta oder eine Mirinda oder einfach nichts. Ich tippe mal auf nichts. Orangenlimonade von Karls. Das Beste kommt zum Schluss. Sowas gibt's nicht, kein Vergleich. Muss ich sagen, riecht recht orangig wie Fanta. Ich habe aber dasselbe trotzdem, wenn ich trinke. Ich habe erst diesen orangigen Geschmack und dann sofort ist das fad im Abgang. Also da fehlt trotzdem irgendwie das Fruchtige trotzdem. Trotzdem. Immer trotzen. Haut mich jetzt auch nicht so vom Sockel mit. Da fehlt Geschmack. Da fehlt der Bums in der Pfanne. Da wird der Bums in der Pfanne verrückt. Ihr kennt das. Geht auf jeden Fall noch mehr. Was? Jetzt das Highlight. Erdbeer-Cola. Und ich hoffe, damit kann man nichts falsch machen. Erdbeer? Okay. Cola? Okay. Cola-Limonade mit Erdbeergeschmack. Okay. Bin ich mal gespannt. Passt zu meinem roten Kopf, ne? Hier. War noch hier eine Nase dran. Bäh. Riecht wie Erdbeerschnüre. Wenn ihr von Hitcher diese Erdbeerschnüre kennt, die sind auf jeden Fall schön kräftig und fruchtig und brutal. Das hat genau denselben Geruch. Wenn das so schmeckt, dann ist das zwar bestimmt einfach nur brechsüß, aber hat was auf jeden Fall. Erdbeerschnüre zum Trinken. Bin mal gespannt. Riechen hier nochmal wie richtig Fruchtgumminote. Erdbeer-Cola. Beste. Wenn es schmeckt. Ansonsten natürlich wieder kühlen. Was macht der denn die ganze Zeit? Ich glaube, da hat Pupsi nichts verpasst. Die war erst traurig, dass es nicht große Flaschen noch gibt, sondern man jetzt so ein kleines Set kaufen muss. Riecht auf jeden Fall besser und angenehmer, als es schmeckt. Finde ich jetzt auch nicht so das Highlight. Wirkt einfach wirklich etwas süß.
aber süß und fad gleichzeitig. Als wäre nur wirklich gekünstelte Süße da, kaum Geschmack. So fruchtig, wie ich dachte, so kräftig ist das nicht. Cola, etwas Cola-Geschmack und dann fad Erdbeer draufgelegt, aber irgendwie voll süß. Wirkt irgendwie alles wie Zuckerwasser. Egal, was hier steht, selbst das Wasser wirkt wie Zuckerwasser. Nur ohne Zucker. Aber egal. Weiß ich nicht, ob ihr das kennt, Karls, ne? Könnt ihr euch selbst mal ein Bild machen, bestellt euch mal so 3, 4, 5, 10 Dinger. Was ich am Ende jetzt machen muss, traditionell, um den Geschmack loszuwerden, ist natürlich ein gutes 500er Dosenbier öffnen und das einfach mal trinken zum Ende. Eigentlich wird es ja reichen, wenn ich sage Prost und setz an und dann ist aus, aber ich tue das ja eigentlich dann immer wegexen, aber vielleicht sollte ich mal meine Gesundheit denken und einfach das mal nicht auf Ex trinken und weil ich schon so viel davor getrunken habe, einfach nur sagen Prost, einen Schluck nehmen, ich trinke das ja dann in Ruhe den ganzen Tag. Auf jeden Fall war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und schreibt rein, wenn ihr Karls kennt. Adi! Ich verstehe das nicht, egal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. April, April! Nee, Spaß. Also es ist zwar gerade April, wo ich das aufnehme, aber es ist nicht der erste und das sollte auch kein Scherz sein. So.